Und ich würde euch jetzt gerne mal die Silvia Donninger ganz kurz ans Mikro holen, weil das ist eigentlich unsere Mama hier, ohne die es das Ganze nicht gäbe. Und die wollte euch einfach ein paar Sätze nur dazu sagen. Silvia Donninger. So, wir haben jetzt ganz tolle Sachen gehört über die Gärten und was man eigentlich alles mit der Saatgutvielfalt und so weiter anfangen kann. Es gibt allerdings etwas, was uns das Ganze vielleicht noch vermiesen könnte. Und ihr habt bestimmt davon gehört, das sind die Freihandelsabkommen. Und zwar TIP, CETA und TISA. Es ist jetzt so, ich bin ein Teil vom TIP Aktionsbündnis Österreich. Das haben wir vor einem Jahr circa gegründet. Und wir sind wirklich stark dran am Arbeiten, dass wir die Abkommen verhindern. Wir arbeiten auch mit den NGOs in Salzburg zusammen. Und das Schlimme an den Abkommen ist eigentlich das, dass man jetzt sagt, nicht nur, dass die Demokratie ausgehebelt wird, das heißt, wir haben praktisch nichts mehr zum Reden, meine Demokratie haben wir eh nicht mehr viel, aber dann haben wir gar keine mehr, weil in diesem Abkommen der Investitionsschutz vorhanden ist. Und Investitionsschutz heißt jetzt, wenn die Regierung jetzt beschließt, ein Gesetz zum Beispiel, das irgendein Konzern, nehmen wir mal Monsanto, weil das gerade so gut dazu passt, die beschließen ein Gesetz und die sagen, nein, tut mir leid, das wollen wir nicht haben, weil dieses Gesetz schränkt unseren Profit ein. Dann kann die Regierung nichts machen, weil der Monsanto-Konzern geht dann her und verklagt die Regierung. Da gibt es ein gutes Beispiel. Auf Maui, Hawaii, hat Monsanto Versuche gestartet mit genmanipulierten Pflanzen und mit dem Roundup. Und zwar in der Nähe von Siedlungen. Da sind mittlerweile sehr viele Menschen krank geworden. Kinder kommen missgebildet zur Welt. Die Hawaiianer haben ein Volksbegehren gemacht und haben gesagt, sie wollen das nicht mehr. Monsanto muss weg. Was macht Monsanto? Kommt mit hunderten Anwälten jetzt daher und verklagt Hawaii. Also die Bürger haben praktisch keine Chance, beziehungsweise die Regierung auch nicht, weil das sind solche Summen, das kann sich eine Regierung auf Dauer nicht leisten. Deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir wirklich gegen diese Freihandelsabkommen was unternehmen. Am 18. April ist der globale Aktionstag wieder, unter anderem auch in Salzburg, findet in allen Städten statt. Und wir werden dann auf der Montagsinfo, beziehungsweise auch im Facebook, die weiteren Details posten. Und wie gesagt, es geht auch um Saatgut. Die Saatgutrichtlinie ist vor ein paar Jahren gekippt worden, eben auch dank der NGOs und vielen, vielen Unterschriften von besorgten Bürgern. Allerdings ist das noch lange nicht vom Tisch, dass die Saatgutrichtlinie, dass das Ganze wieder auflebt. Und das heißt dann praktisch, die können ein Patent auf das Saatgut erheben und dann haben wir keine Chance mehr. Das ist dann in deren Besitz und aus. Und die können das Gen manipulieren oder sonst irgendwas. Und es weiß nicht umsonst, wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Welt. Wenn halt die Nahrung kontrollieren, braucht man keine Kriege mehr. Ja, da sind wir komplett abhängig von denen. Und Monsanto, der Name Monsanto ist nicht umsonst so ähnlich wie Monster. Weil der Konzern ist wirklich schlimm. Was der anrichtet, und er sitzt mittlerweile auch in der Ukraine, und ihr wisst ja, die Ukraine ist die Kornkammer Europas, aber da hat er mittlerweile schon Fuß gefasst, und da geht es nur um Genmanipulation, um Roundup, und da wird alles vergiftet. In Amerika liegen riesige Felder brach, weil die sind mit Unkraut, also praktisch behaftet, beziehungsweise da wächst Unkraut noch und nöcher, und das ist resistent gegen jedes Gift. Das war praktisch, das ist ein Teufelskreis. Die fangen an mit dem Roundup und die ganzen Pflanzen werden dann resistent, beziehungsweise das Unkraut wird resistent und dann wird das Gift immer noch ärgern, immer schlimmer und so weiter und so fort. Also wir sollten uns da wirklich informieren und vor allen Dingen eines nicht übersehen. Es wird immer jetzt in der letzten Zeit nur über Tipp, Tipp, Tipp gesprochen und alles andere hört man nicht. Aber dass das CETA-Abkommen mit Kanada schon fertig verhandelt ist, und schon praktisch in den Startlöchern steht. Das muss nur mehr ratifiziert werden von den nationalen Parlamenten, falls der EU nicht einfällt, dass man die einfach übergängen. Und dann ist Monsanto genauso da und auch die anderen amerikanischen Konzerne, weil die sitzen mittlerweile schon alle mit Tochtergesellschaften in Kanada und die kommen halt dann über Kanada.
Also bitte schön, schaut, dass da am 18. April die NGOs und alle unterstützt, dass wirklich alle euch einen Protest einlegt und sagt, wir wollen die Abkommen nicht. Danke.